Fresse mit. Das macht uns die Sache leichter, als dass du die ganze Zeit Gold in die Fresse haust. Okay, hier rüber. Darüber. Letztendlich vermisse irgendwie die Sache von Mirror's Edge, dass alles rot ist, woran ich springen kann. Das würde es mir gerade ein bisschen erleichtern. Mirror's Edge. Sau schön, ja. So schönes, geiles Spiel. So schönes Spiel. Echt geil. Ich mag dieses Freerunner-System. Deswegen mache ich auch Assassin's Creed, obwohl mir das meistens irgendwie zu leicht ist. Nein! Okay. Die Steuerung wird sich für mich echt noch eine ganze Weile hinziehen, bis ich das beherrsche. Patsch, 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 patsch. Ich kann die Kombo echt nur an einen Typen ausführen und nicht über andere Leute drauf gehen. Schade. Ab. Oh, langsam kriege ich, glaube ich, den Bogen raus. Und jetzt, wo ich es gesagt habe, werde ich es natürlich wieder nicht schaffen. Also hier brauche ich jetzt auf jeden Fall keine Raserei. Die auch nicht doch gerade. Das sieht echt brutal aus. Vor allem dieses, am Ende dieses Pong. Okay. Jetzt nutze ich es aber doch. Kick, kick. Wow, wenn man den einmal nach so drin hat, ist das ja ziemlich leicht. Der kann hier gar nichts mehr machen. Und überlasten. Dong. Also das war jetzt echt leicht. Habe ich eigentlich was auftun? Moment. So. Ja, ich habe zwei Schlüssel. Ich könnte ein aggressives Pressum. Könnte natürlich auch Heil-Up-Pressings weiter ausüben. Na, ich brauche mehr Heilung. Ja. Also. Okay. Das habe ich bereits drin. Das müsste ich freischalten, aber nein. Also stecke ich hier rein. Jetzt ist es Dreieck, Viereck, Dreieck, Viereck, Dreieck. Wie lange soll ich noch klettern? Kayrie Sheridan bewundert ihr Wert gern vom Balkon aus. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Ich kletter irgendwie in dem Spiel gerade ziemlich viel. Weißt du, wie schön wird? Man merkt jetzt hier an, dass sie das alles kann. Springen! Oh. Lalalala, ich werde dich verpassen einiges, weil ich diesen Weg direkt gehe. Und, oh. Spannend, spannend, ich will. Oh, schade. Hi. Ist jetzt rein, ja, weil sie das gesehen hat oder weil sie einfach reingehen wollte? Weil, wenn ja, dass sie es einfach wollte, haben wir Glück gehabt. Wenn nicht, würde ich weiter wahrscheinlich die Polizei rufen. Okay, das in der Mitte finde ich schon ziemlich hübsch. Oh, wir sind 300.000 wert. War das nicht vorher 250? Oder 100? Na, egal. Oh, hier geht's wieder zum Remini. Egal. Ne, Erinnerung widerrufen. Hopp. Das war jetzt drüben. Bei einer Treppe und einem Schild. Eine Regelung zum Privatstream. Treppe mit einer durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Okay. Dann ist da. Wie heißt es so schön? Neugier ist der Katze tot. Damn it. Okay.
Oh! Das ist ein Putzbord, oder? Sieht das wie ein Putzbord? Kann ich hier hoch oder drücke mich das direkt um? Oh! Kann ich hier rüber? Okay, dann machen wir das, was er wollte. Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet. Nicht mit meiner ich immer mit meiner Testfreundlichkeit. So kommen wir auf ja, die andere schon Seite. Klar. Und so ein x-beliebiger kleiner Knabe kann das alles. So ein kleiner Typ wie von nebenan. Der kann das alles. Was wir auch können. Und der hat das alles vorbereitet. Also langsam frage ich mich, was mit der Welt los ist. Hä? Was ist das? New Paris VIPs. Cool. Das werden wir uns dann irgendwann mal durchlesen. Aber selbst für mich ist das jetzt sau klein. Okay. Hier? Ah. Hier sind wir richtig. Cool, noch ein Satzpatch, dann kann ich mir wieder ein bisschen Lebensenergie. Dann kann ich mir. Bleib dran! Vergesst es. Dann habe ich wieder mehr Lebensenergie. Okay, was jetzt, Jenny? Vor allem, der bricht den Leuten anderen fremder Leute Häuser ein einfach. Und überhackt die einfach alle. Ja, schon klar. Okay, das was jetzt kann ich mir doch schon denken. Danke. Ich mag solche Gebilde nicht, solche Bilder. Ich finde die irgendwie total creepy. Ich kann mir Bilder von Dämonen und so angucken, die richtig blutig sind und alles. Aber das finde ich creepy. So, was will ich jetzt hier? Ich komme hier nicht raus. Oh. Anscheinend ist hier die Frage, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, einfach klettern. Und was mir noch auffällt, hier ist anscheinend die nächst geht die Grafik, aber die Stadt ist hässlich. Was kommt jetzt? Oh ja, das hab ich mal gedacht. Und dann testen wir mal eine neue Kombo. Yeah. Wow, dang it. Merke, ich hasse es, wenn mehrere Leute dabei sind. Ponk. Ich kriege einfach keine Heilung richtig. Oh doch, die sind ja pro Treffer eine Heilung. Okay, ich habe mich wieder voll geheilt. So, bumm. Jetzt krieg ich mich in die Fresse. Ich rutsche irgendwie mal in irgendein Dialekt rüber. Und Schuss! Dein Ziel sollte nun ganz nah. Ich bin Neil. Brutalo. Im Gedächtnis suche ich denn. Im Kopf dieser Frau. Die Sheridan leitet das Phoenix-Projekt zur Erneuerung von Neo Paris. Mich interessieren die Geheimnisse des Saint-Michel-Dams. Verdammt vor dem Bezirk? Warum? Sagen wir einfach, ich glaube eben an einen freien Personen- und Güterverkehr. Oh, so normal, ich möchte einen freien Personen- und Güterverkehr. Das ist eine sehr witzige Anspielung. Ich verstehe sie zwar nicht, aber ich finde sie witzig. Ja, jetzt habe ich mich wieder beoutet, die ich lange über Dinge, die ich nicht verstehe. Nee, ich finde das einfach aus der Prävention, aus der Sache witzig. Ich möchte auch halt einen freien Personengüterverkehr. Ich finde das irgendwie witzig. In so einer Welt freier Güterverkehr und Personen. Okay, ich ahne, ich darf der jetzt... Ich kann das aus der Entfernung. Ich bin gut. Wo war ich gleich? Der Damm? Nein, nicht der Damm.
Komisch. Hä? Wirklich komisch. Hast du die Sicherheitscodes? Übertrag sie mir. Edge, deine Bitrate stürzt ab. Man versucht unseren Funk zu kapern. Du musst irgendwo höher rauf. Schnell, ich muss einen sicheren Kanal finden. Okay, wir sind wirklich Vollprofis. Aus so einer Entfernung Erinnerung klauen, die Leute merken es nur an ein komisches Gefühl und sie können sich einfach schnell verstecken. Respekt und... toll. Nein, mir auch. Leute, hättet ihr einer von euch was dagegen, wenn ich die Fähigkeit nenne? Jetzt reicht's. Nie. Hoch. Okay, wie soll ich das machen? Lass mich noch ein paar Sekunden überlegen. Okay, mal gucken. Sie drehen sich. Dann dreht sich hier eine ganze Weile. Der lässt rüber. Ah, ich bin so dumm. Hier bewegt sich ja nichts. Es geht da rüber. Dann geht es dahin. Und jetzt dreht sich seine ganze Weile wieder schnell hier vor. Passiert mir im Privatspiel auch immer ein, zwei Mal, bis ich das erkenne. Also ich habe das Spiel jetzt echt. Ich spiele das Spiel gerade wirklich blind. Nicht, dass ich jetzt denke, ich habe nur diesen einen Weg selbst mal ausprobiert. Damals? Das war vor zwei Tagen. Okay. Und ihr merkt, ich nehme das gerade ein bisschen länger auf. Das ist eine gesamte Aufnahmesession. Ihr werdet trotzdem nur 20 Minuten hiervon sehen, weil wegen geht's halt so. Das Rennen und alles dauert ewig. Und ihr wollt ja keine großen Längen Videos mehr. So, wir sind schon mal etwas mehr als eine halbe Stunde. Das heißt, die Hälfte meiner Arbeit ist fertig. Und was soll das jetzt? Autorisor, Personal only. Autorisiert nur Personal. Okay. Ach, das ist wirklich. Okay. Das Spiel macht mir manchmal echt zu leicht. Gibt's noch was? Ich spüre einen Bosskampf. Hörst du mich? Ich höre dich. Ich hab jetzt Melbourne umgang. Schick mir die Codes. Schnell. Okay, ich lade jetzt hoch. Perfekt. Jetzt müssen wir es nur noch in den Hauptrechner des Zombie Schildams hacken und. Na, also wenn das kein Boss ist. Nach all dieser Zeit noch immer auf der Verlierer. Oh Gott. Kennen wir uns? Du warst eine der besten Gedächtnisjägerinnen. Ganz klar. Vielleicht die beste. Aber so eigentlich. Und was kam dabei raus? Eine Verbrecherin. Was hast du denn falsch übertragen? Politische Ideale? Wie schrecklich alt. Spuckst du immer so rum? Oder nur, wenn du auf Sendung bist? Du warst ja schon immer ein großspuriges Großmaul. Wird das schön. Zeit für die Christmas Show! Die Xmas Show? Weihnachten ist schon vorbei. Ah, so, wow. Ich habe erwartet, einen Bosskampf, weil das ein großer Arena ist. Aber dass wir jetzt in einem Boxring stehen, das finde ich jetzt cool. Komm, das schaffst du. Okay, ich habe einen... Magst du deinen Mann? Okay, versuchen wir jetzt auch seine Kampftechnik zu analysieren. Okay, das bringt nichts. Ja, bringt gar nichts. Wollen wir mal gucken. Ah, er ist mir.
Wie zu erwarten. Ich kann das Kapselsystem noch nicht gut genug, als dass ich das jetzt richtig auf Anhieb bekommen würde. Und nein, ich kann leider nicht auf die Musik oder sowas eingehen, weil ich höre echt nur stückchenweise. Das kommt leider von mir auf dem Programm. Schon sagen. Oder was weiß ich. Also. Ja. Mal schauen. Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Okay, dann machst du so einen Dash. Hit X-Max. Komm aus dem Knick. Jetzt würde ich es wieder absurd machen. Keine Regeln, keine Pause. Autsch. Okay, ich muss auf irgendeinen Moment warten, wo er ungeschützt ist. Ich mache nämlich gerade überhaupt keinen Schaden. Ein Geschenk von uns. Ich sollte ausweichen. Ach, schieß mich. Nein, nein, das schießt mich. Ich bin scheiße. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Fängt irgendwann die Zukunft an. Ja, tänzel du rum, denn du bist super scheiße. Okay. Ich finde schon einen Weg gegen dich. Ha! Ich kann ihn so Schaden machen, aber das geht. Ich kann doch nicht alles seinen Weg in Schaden machen fahren. Wow. Wow. Autsch. Ein Geschenk von mir. Meine letzte Gelegenheit halt ab. Was? Man schlägt keine Frauen. Hast du das nicht ge... Ich bin schlecht. Wir kriegen das schon hin. Der Typ ist auch nur ein bisschen arschig. Let's ready to rumble und hör auf zu tanzen, du Drecksack. Okay, Finn. Ja, schon klar. Autsch. Wieso bewegst du dich nicht? Auch ich krieg, wenn ich es gut mache, 3 Schläge rein. Und dann direkt wieder nach hinten. Ausweichen. Er versucht wieder diesen Move. Und ich kann wieder auf ihn einschlagen. Zurückweichen. Dann den Rush-Attacke abwarten und dann wieder ran. Und dann 3 Schläge rein und wieder nach hinten. Ausweichen und wieder dran. Als würde ich gegen den Bullen kämpfen. Und jetzt probieren wir das mal. Ja, ich kann sein Schild damit durchdringen. Bumm. Ja, wie gefällt dir das? Hm? Tut weh, hä? Es ist Zeit. Du hast hier eine virtuelle Faust gemacht. Vielleicht wird die ganze Zeit knapper Punch und Kit so knapper Crash. Ja, das war eine Anspruch, war eine. Jetzt schießt der Wichser auch noch. Entschuldigung für die Wortwahl. Jetzt schießt dieser Typi, den ich nicht leiden kann, auch noch auf mich. Wow. Ich brauch Leben. Muss ich den ganzen Kampf nochmal neu machen?